Sorry, Miei. Schön, dass ihr hierher gefunden habt. So, August steht schon vor der Tür, ne? Wow. Die Sommerferien, Sommerurlaub, ne? Für viele, die auch verreisen, ne? Das ist wirklich ein Monat, der sehr viele Überraschungen haben kann, ne? Für uns. Wir werden uns sozusagen anschauen für alle 12 Sternzeichen, was bringt dir der Monat August, ne? Für alle 12 Sternzeichen. Ich bitte dich, höre dir bitte auch deine anderen Energien an, bevor du valutieren kannst. Das ist nämlich sehr wichtig. Das ist eine kollektive Legung. Das kann auf dich zutreffen, aber es muss nicht. Und wenn ihr mir folgt, wisst ihr ganz genau, dass ich nicht an Zufälle glaube. Auch wenn es nur ein Wort ist, das du umsetzen kannst, könnte es sozusagen dir behilflich sein. Okay, lass uns starten. Bitte geh einmal tief in dir hinein, visualisiere dich selbst, sehr wichtig, atme ein und atme aus. Wow. Okay, dann lass uns starten. Hallo liebe Waage, schön, dass du hierher gefunden hast. Lass uns zusammen den Monat August anschauen in deiner beruflichen Situation und auch finanziell. Ne? Was bringt dir der Monat August? Bedenke bitte, liebe Waage, dass nicht alles auf dich zutreffen kann. Das ist eine kollektive Legung. Ne? Bitte hör dir auch die anderen Energien an und dann kannst du valutieren. Ne? Okay, wir starten mit den Keeperskarten. In die materielle Ebene. Ne? Wir wollen schauen, ne? Deine berufliche Situation, auch finanziell, für August im Kollektive. Ne? Fängt schon mal sehr gut an. Aha, unerhofftes Geld. Also großes Glück, unerhofftes Geld. Und wir drehen das um natürlich. Ich nehme keine Karten mehr. Ich drehe das einfach um. Und was haben wir hier am Ende des Keeperskarten? Es geht hier um etwas Neues. Ne? Du hast hier einen Neustart. Die kleine Mädchen da, wo wir sehen, also das kleine Kind, hat eine neue Energie an sich, ne, bei den Keeperskarten. Das könnte gut sein für August, dass du hier einen neuen Projekt startest, einen neuen Job eingehst, eine neue Situation beginnst, ne? Vor allem, das ist sehr wichtig, ne, die Göttin des Glücks, ne, klopft an deiner Tür. Bei uns sagt man das, ne? Also sie klopft an deiner Tür. Ne? Du hast hier dieses große Glück. Also dieses unerhofftes Geld könnte hier auch eine Hilfe sein. Ne? Irgendjemand könnte dir hier behilflich sein. Ne? Das könnte aber auch deine Energie sein, ne? Dass du hier jemand unterstützen wirst. Ne? In August, ne? Wie gesagt, das könnten hier auch deine Kinder sein, weil wir haben hier diese junge Energie. Das könnte aber auch gut sein, dass du hier eine Unterstützung bekommst. Ne? Diese Unterstützung war gar nicht sozusagen, du hast mit dieser Unterstützung gar nicht gerechnet. Ne? Sagen wir mal so, du hast mit dieser Summe, ne, das könnte jetzt eine mittlere Summe sein, das könnte auch eine große Summe sein, das kommt immer drauf an, liebe Waage, welche deine Situation ist, ne, wo du dich gerade befindest. Ne? Das könnte auch gut sein, dass du hier auch eine Gehaltserhöhung bekommst. Ne? Wir reden hier von deiner beruflichen Situation. Ne? Du hast damit gar nicht gerechnet. Das könnte aber auch Urlaubsgeld sein. Ne? Das ist ja klar. Wir nähern uns am Urlaub, ne? Und viele Menschen bekommen auch Urlaubsgeld. Das könnte auch dein Fall sein, ne? Für August. Okay, liebe Waage, wir machen weiter mit den Tarotkarten. Leider war meine Speicherkarte voll, aber ich habe das zum Glück gemerkt. Ne? Wir haben ganz viele Videos drin. Okay, jetzt schauen wir uns mal deine Situation an mit den Tarotkarten. Ne? Das ist hier sehr wichtig. Wie gesagt, das könnte hier wirklich ein Neustart für dich sein. Ne? Das ist ja klar.
Facebook Kids holen wir uns mehr Informationen für den Monat August im Kollektiven, für die liebe Waage, berufliche Situation, auch finanziell. Ne? Du hast hier wirklich diese Glückskarte. Wir drehen sie um. Ja, das geht hier um eine geschäftliche Situation, Unabhängigkeit. Wir haben hier eine Königin der Stäbe. Also wir haben hier schon mal zwei Energien. Das ist so, als ob du hier einen großen Projekt beginnst. Ne? Entweder stellst du oder hast du hier diese Forderung, ne? Als würdest du dich hier allein stellen wollen. Ne? Du möchtest hier einen eigenen Projekt starten. Du möchtest hier dein eigener Chef sein. Du möchtest hier etwas Neues kreieren. Du hast eine starke Idee. Und es ist so, als ob du diese Idee irgendwie umsetzen möchtest, ne? In diese materielle Ebene. Wir sind doch nicht bei den Münzen, das ist ja klar. Das ist eine Idee, ne? Das könnte auch gut sein, das ist die richtige Idee, ne? Also wir haben hier eine Königin der Stäbe, wie ich ja vorhin gesagt habe. Das könnte gut sein, dass du hier deine Energie hast, ne? Löwe, Widder, Schütze, das könnte hier auch eine Chefin sein. Also das könnten hier zwei Energien sein. Irgendwie Chef und Chefin, das könnte ja auch gut sein. Du beginnst hier sozusagen in diesem neuen Job, hast du hier mit diese zwei Menschen zu tun. Das könnte aber auch gut sein, dass du jetzt wirklich etwas für dich machen möchtest. Ne? Du hast deine Berufung sozusagen erlangt. Du hast verstanden, dass du jetzt deine eigene Idee machen möchtest. Ne? Also hier könnte das aber auch ein Vater sein, der dich unterstützt. Ne? Also das könnte hier auch eine Bezugsperson sein. Der Herrscher ist immer eine ältere Person, die auch sehr erfahren ist. Ne? Das könnte ja auch gut sein. Ein Familienbetrieb, ne? Das könnte ja auch gut sein. Aber das ist so, als ob hier wirklich etwas Neues angelegt. Also hier möchte man etwas Neues anlegen. Ne? Hier möchte man eine Idee fortbringen. Ne? Man möchte diese Idee in Wirklichkeit setzen. Ne? Man möchte hier etwas, was man schon lange vielleicht, ne, überlegt hat, aber irgendwie nie diese Gelegenheit gehabt hat. Ne? Und jetzt gerade hast du diese Gelegenheit. Ne? Du kannst jetzt hier auch deinen Wunsch, ne, erfüllen. Weil acht der Münzen ist immer diese Arbeit, ne? Wir arbeiten an etwas, ne? Wie gesagt, das könnte gut sein, du hast schon an diesem Projekt gestartet, du oder du wirst an diesem Projekt starten. Oder du hast hier einen neuen Job, ne? Etwas ganz anderes, etwas sehr Kreatives, ne? Was auch deine kreative Seite herauskommen lässt, ne? Also du hast auf jeden Fall hier eine starke Karte, ne? Mit dieser Königin der Stäbe. Wirklich, das könnte auch gut sein, dass du hier aber auch Unterstützung bekommen könntest von deinen Eltern. Das könnten ja auch deine Eltern sein, ne? Liebe Waage, du schaust dir diese Legung an, du hast hier deine Mama, dein Papa, die dich unterstützen wollen in deiner Idee, was du gerade bringen möchtest, ne? Aber du auch, ne? Als Waage, wenn du Kinder hast, dass du deine Kinder unterstützen möchtest irgendwo, ne? Sie haben eine Idee oder auch, wie kann man das sagen, sie haben ein Studium angefangen, ne? Und du unterstützt jetzt diese Kinder, ne? Das ist ja auch klar. Wir haben hier auch mit Kindern zu tun, ne? Diese Energie, ne? Eine junge Energie könnte es auch sein, ne? Also du hast wirklich schöne Karten für August, ne? Also es liegt jetzt an dir, liebe Waage, ne? Wie du das umsetzen kannst, weil ich sehe hier auf jeden Fall ein Projekt. Du arbeitest schon an diesem Projekt oder du wirst an diesem Projekt arbeiten, ne? Das ist wirklich eine tolle Idee, die sich manifestieren kann, ne? In diese 3D-Ebene. Also du hast wirklich hier eine tolle Idee bekommen in diese berufliche Situation. Ne? Das ist ja dann auch finanziell. Das hängt ja auch miteinander zusammen ab. Ne? Das ist ja klar, wenn man sich entscheidet für etwas, ne? Und dann siehst du, dass dieses Job dir etwas bringt, ne? Der Herrscher ist ja auch die Karte, die sagt, ich bekomme auch, ne? Das, was ich erarbeite, ne? Ich bringe etwas in diese materielle Ebene und ich bekomme das auch dann wieder zurück, ne? Ich bin mir bewusst,
was ich aufbaue, ne? Wie gesagt, das könnte auch gut sein, du hast jetzt auf den Füßen eine tolle Idee geschafft, ne? Also du bringst hier in diese 3D-Ebene eine tolle Idee, die wirklich auch einen starken Fundament hat. Und diese Idee kann dich auch realisieren, ne? Du kannst hier auch selbstständig sein, ne? Durch diese Idee, weil der Herrscher ist eigentlich eine Person, die sich nicht gerne etwas sagen lässt, ne? In dieser beruflichen Situation. Das könnte aber auch dein Chef sein, das könnte die Chefin sein, ne? Wie gesagt, das könnten hier Ehemenschen sein, also quasi die sind verheiratet und das ist ja irgendwie so ein Familienbetrieb, das könnte ja auch gut sein. Die andere Variante ist, du hast ja mit deinen Eltern zu tun oder du selber, ne? Du schaust dir diese Legung an und du unterstützt hier deine Kinder auf einem Projekt oder irgendetwas, ein Studio, sie haben hier etwas angefangen. Sie wollten hier etwas eröffnen und du gibst diese Hand, ne? Weil diese unerhofftes Geld ist auch eine Hilfe. Und wir wissen ganz genau, dass die Königin der Stäbe auch gerne hilft, andere Menschen und auch diese Hilfe auch annehmen sollte, ne? Das ist so, als ob hier auch diese Königin der Stäbe sagt, ich akzeptiere jede Hand, die sich mir bietet, ne? Das könnte ja auch gut sein. Also, das waren deine Karten, ne? Deine Legung für August. Ne? Ich hoffe, ich konnte dir behilflich sein, liebe Waage, in meinem Kleinen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Pass auf dich auf. Wir sehen uns bald. Tschüss.